Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ich nehme heute wieder Greenscreen auf und das werde ich die nächsten Folgen auch tun, einfach weil ich vorproduzieren muss und mein Abitur bald schreibe, weil mich auch immer wieder Leute fragen, wann ich mal wieder streame, werde ich auf jeden Fall machen und freue mich auch schon wieder drauf. Aber ich schreibe eben, wie gesagt, mein Abitur und dementsprechend habe ich ein bisschen viel zu tun in nächster Zeit, aber spätestens, wenn wir dann hier in der Sommertransferphase sind, wird wieder ein Stream kommen. Vielleicht auch mal wieder was anderes wie ETS etc. etc. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Greenscreen, weil ich habe hier nämlich oben direkt über mir quasi scheint noch ein bisschen Licht vor meinem Fenster rein und ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie so Probleme macht, aber ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert, von daher, ich bin gespannt. Ja, in der letzten Folge haben unsere Neuzugänge, unsere Transfers gute Leistung gezeigt und haben überzeugt. Die haben nämlich im ersten Spiel, okay, das war sehr, sehr schwer, aber im zweiten Spiel haben sie dann ein paar schöne Tore gemacht. Haaland und Sané haben getroffen und vor allem das Tor von Sané war unglaublich, unglaublich gut. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie es heute weitergeht. Ich habe jetzt wieder länger nicht gespielt, das heißt, vielleicht bin ich wieder nicht eingespielt, das ist doof, aber jetzt nehme ich ein paar Folgen am Stück auf, dementsprechend werde ich jetzt hoffentlich besser und besser. Unser erstes Spiel wird gegen Bremen und hier steht schon Moment der Wahrheit, das heißt, es ist schon so eine kleine Rivalität, so ein kleines Derby am Rande und dazu muss ich halt sagen, dass ich hier wirklich nicht die perfekte Elf habe, also der ein oder andere Spieler mit ein bisschen weniger Fitness. Natürlich könnte ich jetzt Ulreich reinpacken, der ja immer noch bei uns am Start ist, aber komm, wir geben Nübel, Alexander Nübel, sein Debüt bei uns. Da muss ich mal gucken. Ich muss immer mal ein bisschen gucken, dass ich Hernandez und Alaba so ein bisschen dann auch tauschen kann, weil das ist gerade richtig schlecht. Ich würde mal sagen, so starte ich rein. Am meisten freue ich mich natürlich auf Nübel, der bei uns sein Debüt feiert, hat noch nie gespielt. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich bin gespannt, wie das jetzt losgeht gegen Bremen. Im PES-Dress. Ich finde dieses Trikot so, so cool und ich trage das super gerne, vor allem bei den Aufnahmen. Im PES-Dress geht es jetzt los. Ich muss den Sound ein bisschen leiser drehen. Wird interessant. Auswärts. Unser erstes Spiel, wie gesagt, gegen Bremen. Wenn es so in Richtung Derby geht, ist es in PES immer sehr, sehr schwer zu spielen. Und es ist aber total wichtig, weil ich glaube, wir haben 43 Punkte. Ich habe nicht mehr ganz drauf geachtet. Ich glaube, 43 und Schalke 37. Also 6 Punkte Abstand ist zwar gut, aber trotzdem kann da immer wieder was passieren und könnte knapp werden. Jawohl! Serge Gnabry umrühren! Auf geht's! 1:0 in der 15. Spielminute. Sehr geil. Boah. Und wisst ihr euch, warum ich mich so krass freue? Weil wir bisher noch gar nichts gemacht haben. So krass, also Bremen war viel, viel besser gefühlt bisher. Die haben zwar noch nicht so viele Chancen gehabt, aber die haben mich so hinten reingedrückt und ich habe so Angst gehabt, weil ich habe so gedacht, so, ey, ich kann nicht mehr spielen, ey, so lange kein PES mehr gespielt, was ist das, so, so schwer. Und dann, Gnabry, danke dir. Nübel. Nübel ganz stark. Das war eine gute Parade. Und das wird auch gefährlich. Und so ist es die ganze Zeit schon gewesen. Und das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Aber das ist schon die ganze Zeit so. Und es geht auch gerade so weiter. Also, da hatte ich nur Glück. Und ich sehe, dass mein Lichtstreifen, was da vom Fenster kommt, der verschwindet langsam. Das ist auch gut. Und Nübel. Ja, ihr seht die ähnliche Szene wieder. Es geht so weiter. Ihr wisst Bescheid. Was soll ich dazu sagen? Hier ein Crash zwischen Hernandez und ich weiß gar nicht, wer das ist, aber Nübel hält auf jeden Fall wieder. Und jawohl! Ivan Perisic! Ein bisschen glücklich, so wie das ganze Spiel. Ich glaube, das ist unser zweiter Schuss. Ja, vielleicht der dritte, ich weiß es nicht, aber ich glaube eher so der zweite. Lewandowski scheitert an Pavlenka und Perisic netzt ein, staubt ab. Manchmal ist Effizienz entscheidend. Naja, was heißt manchmal? Immer eigentlich. Aber
Manchmal prügelt man aus 100 Chancen kein Tor raus. Oder eben aus 100 Chancen endlich dieses eine Ersehnte. Und hier aus 2 oder 3 dann direkt alle drin. Und so kann man dann ein Spiel entscheiden. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Ich glaube, Bremen hat deutlich mehr Ballbesitz. Ich glaube, Bremen hat deutlich mehr Chancen und Schüsse. Aber die Tore sind bei uns angesiedelt. Der Pass ist zu weit. Müsste jetzt Halbzeit sein. Lassen wir mal kurz auf die Statistik gucken. 2:0. Gnabry, Perisic. Hier, Bremen 52% Ballbesitz. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es mehr ist. Aber 4 Schüsse, 4 aufs Tor zu 3 Schüssen, 3 aufs Tor und 0:2 für uns. Das hat man selten, nehme ich aber gerne mit. Oh, Nübel. Bisher ist Bremen nicht so stark in der zweiten Halbzeit. Aber das war eine Hammerchance. Und Nübel macht einen sehr, sehr guten Job in seinem ersten Spiel für uns. Schon ein paar gehalten und der hier ganz, ganz wichtig. Und Alexander Nübel. Boah, das wäre es gewesen, wenn der jetzt auch drin wäre. Leon Goretzka eingewechselt mit einer guten Chance. In der zweiten Halbzeit sind wir zwar deutlich präsenter, aber Tor ist noch nicht gefallen. Oh, Goretzka. Ja, der Ball ist so weit vorgekullert, dass ich zu nah am Torwart stand. Aber ansonsten keine schlechte Chance. Es hätte auch klappen können. Oh, Pavlenka. Blablablenka. Ich verspreche mich heute die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Aber dass der nicht rein ist, das war jetzt schon wieder schade. Da gehen die Chancen flöten. Nichtsdestotrotz haben wir das Ganze hier gut über die Zeit gebracht. 2:0 gewonnen. Na, wobei, eine Chance könnte es noch geben. Ah, es ist schwer. Ich habe es nicht perfekt gemacht. Warte mal, Alaba. Jetzt eine gute Flanke. Nee. Schade. Machst du nix. Nichtsdestotrotz, 2:0. Nehme ich super, super gerne mit. In diesem Derby, in Anführungszeichen. Freut mich schon ziemlich, dass ich hier, ja, doch gut durchgekommen bin. Vor allem dafür, dass ich noch nicht so eingespielt war, bin ich doch ganz gut durchgekommen. Und jetzt sehen wir es auch, haben mehr Chancen, mehr Ballbesitz, haben das in der zweiten Hälfte ein bisschen gedreht und hier dann auch zu Recht gewonnen. So, die Mannschaft des Monats im Bundesliga-Wettbewerb und es sind jede Menge Spieler von uns dabei. Neuer, Hernández, Alaba und 5 weitere. Also, what the heck? Das ist schon nicht schlecht. So, Lewandowski, den wir gerade angesprochen haben, hat große Hoffnung auf die Torkönig-Medaille, was auch immer. Und dann sehen wir hier den quasi größten Transfer, spektakulärsten Transfer in dieser Transferperiode. Philipp Coutinho verlässt den FC Bayern und geht zurück und das für viel Geld an Barcelona. Jetzt sind wir zu Hause gegen Mainz und jetzt will ich die Torhymne hören und öfter eigentlich als dreimal. Beziehungsweise dreimal würde mir auch reichen, aber Minimum dreimal würde ich die gern hören. Dankeschön. Alles klar. Jetzt macht Mainz genau das, was Bremen, was wir gegen Bremen gemacht haben. 1:0 in der 8. Minute. Bisher, ich meine, 8 Minuten sind jetzt nicht viel, aber bisher waren wir spielbestimmt. Und dann machen die einen Konter, einen schönen langen Pass und Boetius kickt das Tor, den Ball, ja, 1:0, ne, rein. Ich frage mich, was die eigentlich so vorhaben, die spielen die ganze Zeit da hinten rum. Und da haben wir es. 1:1. Allzu lang hat es ja nicht gedauert. Thomas Müller.
Und der Lodder treibt die Mannschaft weiter nach vorne. Sané wird hier fast umgehauen. Kann den Ball dann aber weitergeben zu Müller. Der dreht sich einmal um die eigene Achse bzw. um die Mitspieler herum. Der Torwart echt eigentlich gar nicht so gut. Also der kam ein bisschen früh auch raus. Stand dementsprechend nicht so gut. Und Müller macht ihn rein. Sehr gut. Boah, Thomas Müller. Es ist ein schweres Spiel schon wieder. Dafür, dass ich noch nicht ganz so drin bin. Boah, das wird hart. Boah, Müller. Immer nur Müller, Müller, Müller. Aber irgendwie nur einmal drin der Ball. So, letzte Chance der Halbzeit war Mainz. Und dementsprechend gehen wir in die Halbzeit mit 1:1. Mainz mit deutlich mehr Ballbesitz. Naja, was heißt deutlich mehr, aber auf jeden Fall mehr. Weil die hinten einfach viel rumspielen. Ich habe es euch mal kurz gezeigt, dass die hinten wirklich ganz, ganz ruhig sind. Aber sobald ich angreife, gehen die krass, krass aggressiv drauf. Muss man echt sagen. Und spielen das vorne sehr direkt bisher. Immerhin haben wir den Ausgleich gemacht, aber ja, so richtig vorankommen tun wir nicht. Müller. Nee. Das wird noch eine Nummer. Leck mich am Arsch. Das wird noch was. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Scheiße, hat er mich hoch. Ah, der hat mich richtig hops genommen. Scheiße, hat er mich hochgenommen. Dreck. Ah. Ist das hässlich. Langer Pass. Süle kriegt ihn nicht. Neuer kommt. Er passt ihn einfach rüber. Mateta macht das 2:1. Verdammt, Alter. Also, dass es schwer wird, wusste ich schon. Aber jetzt, guck mal, die haben auf voll defensiv gestellt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Guck dir das an. Also, ich meine, ich finde das von PES, von der KI und so mega clever. Aber, ey, ich habe auf Flanken gedrückt, der hat nichts gemacht, danke dafür. Aber... Oh shit, was soll ich denn jetzt tun? Und jetzt kommen die schon wieder, die kontern auch richtig gut. Und die sind schneller als wir. Ist das crazy. Fuck. Okay, Haaland. Haaland, 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 muss schon mal kommen. Oh, Thiago, jetzt drücken wir. Das ist ja natürlich klar, was sollen wir denn auch sonst machen? Oh, Müller verpasst. Scheiße, wird das was. 10 Minuten. Und wir liegen hinten gegen Mainz. Und die machen voll dicht. Ich habe jetzt auf volle Offensive gestellt. Bisher hatte ich nur auf Offensiv, jetzt voll Offensiv. Aber wahrscheinlich kriegen wir dadurch nur eher noch einen Konter. Jetzt Haaland! 2:2! Nix Konter! Tor! Yes! Was ist das denn für ein Jubel? Den habe ich noch nie gesehen. Ah, ist das schön, dass der Pass angekommen ist. Torwart kam raus und ich pass rüber und der Torwart natürlich nicht im Tor. Boah, ist das schön, dass er angekommen ist. Ist das geil. Scheiße, jetzt drücken die wieder. Guck mal, wie viele Mann das sind von denen. Alter, war das knapp. Ich glaube, ich habe den sogar richtig umgehaut, dass es dafür keinen Elfmeter gab. Schon ein bisschen Schwein fast schon. Alter, jetzt verwalten die wieder den Ball. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht! Das kann nicht sein. Das Tor war halb leer. Und Müller setzt ihn daneben. Gerade Thomas Müller, der so viele Chancen in diesem Spiel hatte. Guck dir das an. Das Tor war halb leer. What the fuck? Das war, glaube ich, die letzte Chance.
Haaland. Haaland. Haaland! Ich werd verrückt! Ich werd verrückt! Ei! Aus der Drehung an den Pfosten in das Tor! Erling Braut! Haaland! Ah, leck mich doch am Arsch. Wie geil, 90 plus 4, es ist vorbei. Yes, wie geil. Boah, das ist ein Abschluss. Ich war schon so enttäuscht. Ich dachte, wir kriegen nicht mal das Unentschieden hin. Und dann kommt Haaland, macht das Unentschieden. Und wir drücken weiter und haben die Chancen auf den Sieg, hätten das Spiel längst drehen können und haben es nicht gemacht. Und ich war so enttäuscht. Und Haaland. Und Haaland macht's. Spieler des Tages, absolut verdient. Leute, wir haben ja in der letzten Folge und auch vor, ich weiß nicht, im Stream und auch in der letzten Folge haben mir ein paar Leute gesagt, kauft ihr bitte nicht Haaland. Klar, ich kann es verstehen, dass einige Haaland nicht mögen. Ich kann es auch verstehen, dass einige nicht wollten, dass ich Haaland kaufe, weil der halt in echt bei Dortmund ist. Aber wir wollten uns Timo Werner kaufen und das hätte ich auch gern gemacht. Obwohl es natürlich da auch viele gibt, die Werner nicht mögen. Ich gehöre eigentlich dazu, dass ich Werner nicht so feiere. Aber das einzige Problem an Werner war, dass er zu teuer war. Er war zu teuer und wir konnten ihn uns nicht leisten. Und deswegen haben wir uns Haaland gekauft, weil der günstiger war. Und was der für uns bisher jetzt schon gemacht hat, ist der Wahnsinn. Und was der in dieser heutigen Folge gemacht hat, ist der Wahnsinn. Wir haben das Spiel gewonnen, 3-2 gegen Mainz und behalten unsere 6 Punkte Abstand zu Schalke, dank Erling Braut Haaland. In der nächsten Folge spielen wir gegen Platz 8 gegen Wolfsburg, wo es echt schon mal richtig, richtig knapp und spannend wird. Und dann wird es noch knapper und noch spannender. Wir spielen gegen Platz 3 gegen Leipzig, also 2 Knallerspiele, wie ich finde. Und da sehen wir schon, dass in der übernächsten Pokal gegen Frankfurt und Frankfurt ist ja auch Platz 5 kommt. Also, ey, unglaublich, unglaublich viel, was hier auf uns zukommt. Und auch unglaublich, unglaublich viel, was ähnlich wie in echt ist, dass wir hier gegen Frankfurt erst in der Bundesliga und dann im Pokal spielen. Es wird krass. Es wird krass und es war bisher schon krass. Dafür unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder, wenn es heißt, ich hoffe, gegen Leipzig gewinnen. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.